Salut, ich bin Christian. Und ich bin Carmen. Wir sind die Koordinatoren an der Betriebsleitzentrale, oder wie wir sie heute nennen, BLZ. BLZ, das ist Betriebsleitzentrale von der CFL. Das ist wo sich alles aufspielt, wenn eine Steuerung festgestellt wird, für das ein Zugverkehr so schnell wie möglich nicht abgeholt kann gehen. Ob Pannen, Material oder Passagiertischefall, wir sind immer zur Stelle und wir versuchen nicht zu erklären, wie das Gang funktioniert. Voilà, das ist das Leitstell. Wichtig zu wissen, dass das BLZ und zwei Service abgedeelt ist, um die Probleme mehr effizient lösen zu können. Den ersten Service ist die Direktion Aktivität Voyageur und ich bin hier eine von den Koordinatoren. Heute gehört kurzfristige Planifikation, die den angesetzten Zugtipp, den anwesenden Lokführer sowie Zugbegleiter umfasst und permanent vom Atelier für die Planifikation von den Revisionen und Reparationen. Der zweite Service betrifft die Infrastrukturverwaltung und heißt nicht eine von den Koordinatoren. Heute kümmern wir uns erst um die Infrastruktur, Signale, Weichen, Überleitungen und all die Elemente, die dafür sorgen, dass sich in optimalen Bedingungen führen können. Es stimmt schon, dass es viele Informationen zu bewältigen gibt, mit dem Wert gesehen, dass es uns mit unserer Organisation gelingt, eine Steuerung vom Verkehr ganz schnell rum und laufen zu kriegen. Ahoi, ein Gradkopf auf der Barriere zu typischen Alarm ausgerufen. Bis wir während der Entwicklung vom Problem erschicken direkt als Notfallmanager lernst, für sich um das Problem zu kümmern. An der BLZ wissen sich die Kippe 7 Dicht hoch 24 Stunden den Tag auf, weil ein Pan kann all Moment antreten. Ich vergleiche unsere Kippe oft mit den Sekuristen oder mit der CGDs. Wir schaffen mindestens zu 6. Ein von uns verfolgt sich live und kann aus der Distanz den Anfang von einer Pan und einem Zug erkennen. Wir stellen auch ein telefonisch permanent sicher, weil es sich auch um eine Verspätung oder eine Absence imprévu von einem Lokführer handeln kann. Wir bemühen uns dann, einen Ersatz zu finden und berücksichtigen den beiden Zugtyp, den ursprünglich vorgesehen war. Natürlich wird es nie möglich sein, eine Steuerung mit einem einfachen Fangerschnapp zu lesen. BLZ ist also ein wichtiges Trädchen an der komplexen Mechanik von der CRWL. Sie fungiert als Koordinationsinstanz, für Lesungen und Informationen abzubringen, die für die Kippe auf der Platz mehr Wurf für als Passagier notwendig sind. Weil das muss natürlich über mögliche Verspätungen, Ausfälle oder Änderungen informiert gehen. Als Devise: Reaktivität. BLZ verbessert ständig die Effizienz für seinen Prozess, für schnell, effektiv und möglichst wenig impactierende Lesungen zu finden. Ah, eine neue Meldung. Am Zug 36 in Richtung Dickrich wird gerade ein Problem festgestellt. Hier muss nur geprüft gehen, ob kein Gefahr für Tresen besteht und dann entschieden, ob ein Zug angehalten und alternativ Transportmöglichkeiten angesetzt muss gehen. An dem heutigen Fall ist alles in der Reihe. Der Zug wird bei seinem Retour in der Stadt AG kontrolliert. Als Arbeit steht keine Routine, weil Lützebäuer Eisenbundsnetz, wenn zu viele Verbindungen mit den ausländischen Reisen viel Besonderheiten abweist. Und natürlich, weil ihr Problem nie den anderen gleicht. Koordinatrice an der BLZ zu gehen, war für mich ein logisches Schritt, für darin war ich nämlich Lokführerin. Und ich habe auf der Stellwege zu Ettelbrücken an der Stadt geschafft. Bei uns gab es keine Langeweile. Es war wirklich ein spannender Beruf. Es muss schnell und ruhig sein, wohl wissend, dass wir ganze Reisen an dieser Verantwortung haben. Eine richtige Herausforderung. Wenn ihr also auch daran interessiert seid, eine Karriere bei der CRWL anzuschließen, dann besucht euch auf www.jobscrwl.lu.